Die steile Karriere des sympathischen Bayern aus Inning am Ammersee begann 1980 in Misano. Im gleichen Jahr wurde Anton Mang Weltmeister in der 250 Kubikzentimeter-Klasse und Vize-Weltmeister in der 350er-Klasse. Und dies als Privatfahrer mit veralteten Maschinen, die sein Mechaniker Sepp Schlögl so frisierte, dass sie besser liefen als die damaligen Werksmaschinen. Die Winterpause verging viel zu schnell. Toni Mang bekam für 1981 einen Werksvertrag von Kawasaki. Nun erwarteten seine Fans von ihm wieder eine siegreiche Saison. Am 22. März 1981 war es dann soweit. Erster WM-Lauf für Motorräder auf dem welligen und kurvenreichen Kurs von Buenos Aires in Argentinien. Für den Viertelliter-Weltmeister von 1980, Anton Mang, gab es gleich eine böse Überraschung. Bei seinen neuen Werks-Kawasakis, die er vorher nie ausprobiert hatte, stellten sich erhebliche Fahrwerksfehler heraus, die kurzfristig nicht behoben werden konnten. So kam es schon im Training zum ersten Sturz. Auch die kameradschaftliche Hilfe des französischen Kawasaki-Fahrers Jean-Louis Guignard-Baudet, der Toni Mang sein vorjähriges Fahrgestell leihen wollte, nützte nichts. Der Motor passte nicht hinein. Ein ungewohntes Bild bot sich den Zuschauern. Toni Mang stand in der letzten Startreihe. Start zur Aufwärmrunde der 350 Kubikzentimeter-Klasse. Auch hier hatte Toni Mang Probleme. John Eckerold triumphierte. Dann Start zum ersten Lauf 1981. John Eckerold kam gut weg. Anton Mang im Mittelfeld. John Eckerold gewann überlegen. Toni Mang konnte unter großen Anstrengungen den siebten Platz erkämpfen und 4 WM-Punkte sichern. Ganz und gar vom Glück verlassen war Toni Mang in seiner Viertelliterklasse. Er musste sich mit dem 15. Platz begnügen. Vier Wochen später fand auf dem Salzburgring in Österreich der zweite Weltmeisterschaftslauf statt. Unglaublich groß war das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Grand Prix. Besonders gespannt war man auf den Zweikampf Eckerold-Mang in der 350 Kubikzentimeter-Klasse. Hier Toni Mang mit ernster Miene beim Training. Sein berühmter Mechaniker Sepp Schlögl hatte inzwischen das Fahrwerk der Kawasakis umgebaut und optimal abgestimmt, sodass der Toni am Ende trainingsschnellster war. Start Nummer 4, der Franzose Thierry Espier vom Pernod-Team. Sieben der Schweizer Jacques Cornu mit seiner Yamaha. 14 Jeffrey Sale, Australien, ebenfalls Yamaha.
36, Michel Rougerie mit seiner gelben Pernod. 6, Eric Sol, ein ganz schneller Franzose. Mit seiner Chevalier Yamaha wurde er 1981 für Anton Mang ein gefährlicher Gegner. Die Franzosen haben in den letzten Jahren unglaublich viele junge Talente hervorgebracht. Eines der großen ist Jean-François Baldé. Er fährt für Kawasaki Frankreich. Nach dem Training um 18 Uhr sah man Philippe Coulon und Tony Mang mit Rennrädern am Start. Jean-François Baldé, der Spaßvogel, kam mit einem motorisierten Skateboard, fuhr aber außer Konkurrenz bei diesem Radrennen mit. Auch Will Hartog, Rolf Bieland und Kurt Waltisberg waren am Start. Will Hartog, der lange Holländer, ging sofort in Führung. Tony Mang hatte wieder einen schlechten Start, holte aber auf. Baldé und Cornu nahmen die Verfolgung auf. Eine halbe Runde später auf der Gegengeraden eine leichte Steigung. Hartog an der Spitze, Tony Mang bereits in seinem Windschatten, gefolgt von den Schweizern Bieland und Waltisberg. Baldé holte das Letzte aus seinem Minimotor. In der Schikane vor dem Ziel setzte Bieland zum Endspurt an und gewann das Rennen vor Waltisberg, Hartog und Mang. Tony Mang, erschöpft, aber zufrieden mit seiner Kondition. Dem Sieger Rolf Bieland wurde ein Rennrad überreicht. Sonntag, 11 Uhr. Start der 350 Kubikzentimeter Klasse. Carlos Lavado aus Venezuela übernahm gleich die Führung vor John Eckerold, Tony Mang und Graeme Geddes. Nach der zweiten Runde kam es dann zum Dreikampf Mang, Eckerold, Fernandez. Mang und Eckerold drängelten sich hier in die Nocksteinkehre. Doch Mang ließ Eckerold rundenlang in seinen Auspuff schauen. Rougerie stürzte, seine Maschine fing Feuer, Streckenposten löschten. Martin Wimmer aus München mit seiner Yamaha in Zeitlupe. Und hier Tony Mang. Mang, Eckerold und Fernandez setzten sich weit vom übrigen Feld ab und lieferten sich harte und riskante Duelle. Tony Mang, der grüne Teufel, fuhr, was das Zeug hielt. Sein Freund und Sponsor, Rolf Schwabe-Schott, stand sichtlich nervös und besorgt an den Boxen. Doch der Toni kam immer wieder als Erster vorbei.
Quälend lang waren die letzten drei Runden. Auch Günther Wiesinger und Gustav Reiner hielten dem Toni die Daumen. In der vorletzten Runde setzte sich Jon Eckerold an die Spitze. Fernandez folgte ihm. Mang war plötzlich an der dritten Position. Aber ausgangs der Schikane war Mang wieder vorne. Jon Eckerold und Anton Mang bekämpften sich so verbissen, dass der Franzose Patrick Fernandez sie überlisten konnte und Sieger wurde. Die beiden merkten es erst im Ziel. Toni Mang und seinen Fans war es egal. Schließlich hatte er seinem großen Rivalen das Nachsehen gegeben. Eckerold blieb nur die Nummer 3 auf dem Siegertreppchen. Das alte Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, traf hier wieder einmal zu. Während die Kameras noch auf Hochtouren liefen, waren die Sieger mit ihren Gedanken schon in Hockenheim beim dritten WM-Lauf. Toni Mang mit seinem Boeri-Helm in der Pole Position. Freundin Waltraud. Hinter Mang der Franzose Baldé mit seiner Kawasaki. Start. 180.000 Zuschauer jubelten. Toni Mang kam als erster ins Motodrom. Gefolgt von Fremont, Lavado und Fernandez. Toni Mang in Zeitlupe. Gleichmäßig wie ein Uhrwerk drehte er seine Runden. Etwas nervöser waren seine Verfolger Fernandez und Lavado. Der Engländer Clive Horton stürzte. Blieb aber unverletzt. Toni Mang, gefolgt von Fernandez, der ebenfalls stürzte, aber glimpflich davonkam. Wie erwartet stieg Toni Mang auf das Siegerpodest. Zweiter war der Venezolaner Carlos Lavado. Den dritten Platz belegte der Schweizer Roland Fremont.
Anschließend wurde es noch spannender. Jon Eckerold, der Weltmeister in dieser 350 Kubikzentimeter Klasse. Eric Sohl aus Frankreich. Siegfried Minich, Österreich. Er bevorzugt Dainese-Leder. Sein Anzug hat schon einige Stürze ohne Schaden gut überstanden. Carlos Lavado und Graeme Geddes. Ex-Weltmeister Dieter Braun bei Bruno Kneubühler. Walter Hoffmann, der deutsche Meister mit seiner TK-Limit Yamaha. Er fährt wie Toni Mang ebenfalls für die Firma Rallysport Garmisch. Martin Wimmer, das neue Grand Prix-Talent aus München mit seiner Mitsui Yamaha. Der Start in Zeitlupe. Jon Eckerold kam vor Toni Mang am besten vom Start weg und führte das Feld ins Motodrom hinein. Mang Zweiter, Dritter Geddes, Vierter Fernandez, Fünfter Sohl. Unglaublich schnell war dieses 350 Kubikzentimeter Rennen. 40 Fahrer aus aller Welt kämpften verbissen um WM-Punkte. Mang stellte einen neuen Rundenrekord von 2:17:03 auf. Das ist ein Schnitt von 178,35 Kilometer pro Stunde. Allen weit voran, Jon Eckerold und Toni Mang. Aber dann in der vierten Runde stürzte Eckerold in der Schikane. Öl war auf der Strecke. Es stammte von der Maschine des Franzosen Fernandez, der an diesem Tag zum zweiten Mal hinausflog. Eric Sohl rückte somit auf Platz 2 vor. An dritter Stelle der Franzose Thierry Espier. Die Menge war außer Rand und Band. Zum zweiten Mal siegte an diesem Tag Toni Mang. Mit ihm freuten sich 180.000 Zuschauer über diesen Doppelsieg. Die Siegerehrung vollzog der ehemalige Weltmeister Bill Lomas aus England. Nach seinen triumphalen Siegen von Hockenheim gewann Toni Mang auch sein Selbstbewusstsein wieder zurück. Er führte zu diesem Zeitpunkt mit 6 Punkten Vorsprung die Weltmeisterschaft der 350 Kubikzentimeter Klasse an. Bei den 250ern lag er nur noch 2 Punkte hinter dem Franzosen Baldé. Eine Woche später, vierter WM-Lauf in Italien auf der berühmt-berüchtigten Rennstrecke von Monza. Es ist das erste Rennen auf dieser Strecke seit 7 Jahren. Toni Mang war wieder in beiden Klassen Trainingsschnellster. Doch vor dem Rennen der 250 Kubikzentimeter Klasse wusste niemand genau, welche Reifen die richtigen sein würden. Es regnete nämlich zeitweise. Baldé, Toffolo, Lawson. Der sympathische Franzose Baldé führte zu diesem Zeitpunkt die Weltmeisterschaft noch vor Mang an.
Hier der Italiener Conforti auf Kawasaki. McGregor aus Australien. Martin Wimmer aus München. Und noch ein Australier, Green Geddes. Waltraud hielt wie immer ihrem Freund Toni die Daumen. Dann ging's in die Aufwärmrunde. Vorsichtig wurden die Kurven und gefährliche Stellen durchfahren. Nach dem Start übernahm Toni Mang die Führung, gefolgt von Massimiani und Fremont. Einige Runden später. Mang noch vor Massimiani. Lavado schon auf Platz 3. Wimmer an vierter Stelle. Das war die Sensation. Dann überholte Maurizio Massimiani den auf Sicherheit fahrenden Toni Mang. Sieger wurde Erik Sohl. Zweiter Maurizio Massimiani. Und Toni Mang war mit seinem dritten Rang sehr zufrieden. Denn die 10 Punkte, die er dafür bekam, reichten aus, auch in dieser Klasse die WM-Führung zu übernehmen. Das 350 Kubikzentimeter Rennen wurde wie erwartet wieder zum Superkrimi des Tages. Schon nach der ersten Runde das inzwischen gewohnte Bild. Mang und Eckerold. Unfassbar, was die beiden Erzrivalen vor den Schikanen aufführten. Verwunderlich vor allem, wie sich die beiden immer wieder einigten, wer zuerst in die Schikanen einbiegen durfte. Auf Platz 3 wieder Fernandez, gefolgt von Sohl. Es war ein spektakuläres Rennen in Monza. Insgesamt stürzten an diesem Renntag 50 Piloten. Sie hatten Gott sei Dank alle Glück. Auch Jon Eckerold hatte Glück, denn in der letzten Runde kam er ins Schleudern. Mang musste für einen Moment das Gas zumachen und verlor dadurch einige Meter. Eckerold gewann mit 30 cm Vorsprung das Rennen. Hier Jon Eckerold, erschöpft, aber glücklich. Barry Sheen gratuliert ihm. Der Sieger konnte es einfach nicht fassen, dass er seine Maschine nach dem gefährlichen Ausrutscher und bei hoher Geschwindigkeit wieder abfangen konnte. Toni Mang freute sich über seinen zweiten Platz. Ebenso sein Sponsor Schwabe Schott. Eckerold und Mang diskutierten sogar noch auf dem Siegerpodest über ihre wagemutigen Duelle. Die Spezial-Dainese-Kombi mit Knie- und Rückenschutz ist so angepasst, dass der Toni Hilfe benötigt, um wieder herauszukommen.
Den 5. und 6. WM-Lauf der 250 Kubikzentimeter-Klasse in Frankreich und Spanien gewann Toni Mang ebenfalls. Erst beim 7. WM-Lauf in Rijeka, Jugoslawien, traf Toni Mang wieder auf Jon Eckerold. Beim Training in Rijeka stürzte der Franzose Jean-François Baldé. Nachdem in Spanien und Frankreich die 350 Kubikzentimeter-Klasse ausgelassen wurde, fehlten in Rijeka die 250er. Aber auch hier erwarteten die Zuschauer das Duell zwischen Toni Mang und Jon Eckerold. Viele glaubten, dass Eckerold auf diesem kurvenreichen Kurs den Bayern besiegen könnte. Es war sehr heiß in Jugoslawien. Cornu und Baldé unterm Sonnenschirm. Auch Martin Wimmer leidet unter der Hitze. Pazzaglia, Matteoni, Lavado, Sol, Fernandez, Eckerold, der sich noch einen Schluck Mineralwasser genehmigt, Stellinger, Minich und Mang. Dann wurde gestartet. Lavado setzte sich vor Eckerold und Mang an die Spitze. In der dritten Runde übernahm Jon Eckerold aus Südafrika die Führung. Carlos Lavado aus Venezuela lag noch an zweiter Stelle. Aber Toni Mang kam immer näher. Dann wieder Lavado, Eckerold, Mang und Michel Rougerie, der später verunglückte. Der Franzose erlag noch während des Rennens seinen Verletzungen. Keiner der Fahrer ahnte dies. Ab der vierten Runde machte Toni Mang ernst. Er übernahm die Führung und vergrößerte seinen Vorsprung pro Runde um eine halbe Sekunde, sodass er mit 20 Sekunden Vorsprung auf Jon Eckerold gewann. Carlos Lavado wurde Dritter. Der Schweizer Jacques Cornu landete auf Platz 4. Der Franzose Thierry Espier erkämpfte sich den 5. Platz. Nur den 6. Rang erreichte Jean-François Baldé aus Frankreich. Der Held des Tages war wieder einmal Toni Mang, der sich langsam aber sicher dem Doppelweltmeistertitel näherte. Vor einigen überrundeten Fahrern überfuhr Toni Mang die Ziellinie.
Erschöpft und schweißdurchnässt kam Toni Mang zur Siegerehrung. Er, Eckerwold und Lavado konnten sich aber nicht über ihren Sieg freuen. Sie trauerten um ihren Kameraden Michel Ruggeri. Der Grand Prix-Zirkus zog weiter nach Holland, wo am 27. Juni der 8. WM-Lauf in Assen stattfand. Eine Woche feiern die Holländer alljährlich mit unzähligen Schlachtenbummlern aus aller Welt dieses Ereignis. Ab Mittwoch wurde fleißig trainiert. Hier Toni Mang mit seiner 250er Kawasaki. Jean-François Baldé fuhr Trainingsbestzeit mit seiner Kawasaki. Der Yamaha-Pilot Martin Wimmer aus München war auch sehr schnell. Er erreichte die siebtbeste Zeit. So manch anderer hatte Pech. Oder Glück, wie Jean-Marie Toffolo aus Belgien. Oder der Amerikaner Richard Schlachter. Graeme Geddes aus Australien. Bei diesen Bildern wird offenbar, wie wichtig eine gute Ausrüstung ist. Die auf der Strecke stehen gebliebenen Maschinen wurden ins Fahrerlager gebracht. Startaufstellung zur 350 Kubikzentimeter Klasse. Toni Mang in der Pole Position.
Mechaniker Sepp Schlögl mit Sponsor Rolf Schwabe-Schott. Gegen Ende der ersten Runde stürzte Mick Grant. Die nachfolgenden Fahrer konnten gerade noch ausweichen. Wie durch ein Wunder entzündete sich der Sprit nicht. Carlos Lavado führte das Rennen an. Toni Mang noch auf Platz 3. Ab der vierten Runde war Toni Mang vorn. Aber sein Verfolger Carlos Lavado ließ nicht locker. Er nahm dem Toni noch einige Male die Führung ab. Und 19. Tony Head und Green McGregor. Er wurde Fünfter. Bei diesem spannenden Rennen fehlte Jon Eckerold. Er hatte sich bei einem unbedeutenden Wettbewerb den linken Knöchel 11-mal gebrochen und somit keine Chance mehr, seinen WM-Titel zu verteidigen. Sieger Toni Mang vor Carlos Lavado und Jean-François Baldé. Vierter wurde Patrick Fernandez. Martin Wimmer kam auf Platz 9 und Walter Hoffmann erreichte Rang 12. Das gleiche Bild bot sich den Zuschauern im 250 Kubikzentimeter Rennen. Mang hatte die Nase vorn, hinter ihm Carlos Lavado. Weiter folgten Jeffrey Sale und Roland Frémont, dann Patrick Fernandez und Jean-François Baldé. Jean-Marie Toffolo, 17 Jean-Louis Guignard-Baudet und Angel Nieto. Zwischen den Spitzenreitern gab es bis ins Ziel harte Kämpfe.
Letzte Runde. Mang und Lavado dicht beieinander. Aber Lavado hatte keine Chance, an Mang vorbeizukommen. Die weiteren Verfolger. Tony Mang, der glückliche Sieger. Die deutschen Fans jubelten. Lavado und Nieto. Der 9. WM-Lauf fand eine Woche darauf in Belgien statt. Auch dort gewann Tony Mang das 250 Kubikzentimeter Rennen. Sein Siegeszug nahm kein Ende. Viele seiner Gegner waren schon außer Gefecht. Wie zum Beispiel John Eckerold, Knöchelbruch. Eric Sohl, Armbruch. Carlos Lavado, Fußbruch. Jacques Cornu, Beckenbruch. 10. WM-Lauf am 12. Juli in Imola. Der große Preis von San Marino. Tony Mang wieder in der ersten Startreihe. Sponsor Schwabe Schott mit seinem Rallye-Sport-Team. Vier, Thierry Espier. Loris Reggiani mit seinem Dainese-Anzug. Baldé aus Frankreich. Und Schlachter aus den USA. Bei über 30 Grad geht's in die Aufwärmrunde, damit die Slicks die richtige Temperatur von 85 Grad bekommen und somit auch eine gute Bodenhaftung in den Kurven haben. Überraschung in der ersten Runde. Roland Frémont führt das Feld an. Gefolgt von Mang und Conforti, Massimiani und Espier. Zweite Runde. Frémont und Mang. Runde 3 kontrollierte Tony Mang das Rennen. Es war ein heißes Rennen in Imola. Tony Mang gewann spielend. Das war sein 6. Sieg in dieser 250 Kubikzentimeter Klasse. In der 7. Runde verbremste sich Espier und verlor dadurch 2 Plätze. Noch einige Zeitlupenstudien von diesem Tag.
Zieleinlauf. Erster Tony Mang. Zweiter Roland Frémont. Dritter Jean-François Baldé. Vierter Pierluigi Conforti. Tony Mang auf der Ehrenrunde. Baldé gratuliert ihm. Der 11. WM-Lauf, der in Silverstone in England ausgetragen wurde, war für Tony Mang die erste Entscheidung. Er hätte in beiden Klassen vorzeitig Weltmeister werden können. Während der großen Marlborough-Show wurde schon die Startaufstellung der 250 Kubikzentimeter-Klasse vorgenommen. Tony Mang wieder in der Pole Position. Und sensationell an dritter Stelle Martin Wimmer in der ersten Startreihe. Gleich nach dem Start entbrannte ein heißer Kampf zwischen Mang, McGregor, Frémont, Schlachter und Wimmer. Tony Mang, Green McGregor, Richard Schlachter, Martin Wimmer, Jean-François Baldé. Die Siege. Tony Mang aus Inning, dem jetzt nur noch ein Punkt zur Weltmeisterschaft fehlt. Zweiter Green McGregor aus Australien. Dritter Roland Frémont aus der Schweiz. Sepp Schlögl mit der 350 Kubikzentimeter Maschine. Nach kurzer Pause war Tony Mang schon wieder auf dem Weg zum Start der 350er Klasse. Es war ein großer Tag für Tony Mang. Nun stand er kurz vor seinem zweiten WM-Titel. Wieder in der Pole Position. Nur noch wenige Minuten trennten hier den Bayern von seinem WM-Titel bei den 350ern.
deutlich sichtbar die eigens von Dainese entwickelten Knieprotektoren, die bei Bodenberührung nachgeben und ausgleichend zur Wirkung kommen. Mang machte auch diesmal kurzen Prozess mit seinen Gegnern und siegte. Der Sieger mit dem Zweit- und Drittplatzierten, Jean-François Baldet und Keith Ewan. Tony Mang mit seinem Sponsor Rolf Schwabe Schott. Sepp Schlögl gratuliert seinem Freund und neuen Weltmeister. Auch in Finnland beim 12. WM-Lauf stand Tony Mang am Siegerpodest der 250er-Klasse. Somit war er Doppelweltmeister. Dass du Doppelweltmeister geworden bist und mach so weiter, du hast nur eine Ehre für die Inning geschaffen. Gell? Tony, ich darf dir jetzt durch die Dame einen Blumenstrauß überreichen lassen. Ja, das muss ich nicht hören, das ist klar. Die Inninger bereiteten ihrem neuen Doppelweltmeister einen triumphalen Empfang. Allen voran der Bürgermeister, die Presse, der Rundfunk und das Fernsehen. Auch der Schlögl Senior und Tonis Mutter waren unter den vielen Gratulanten. Einige hundert Motorradfahrer und Tausende am Straßenrand feierten ihren zweifachen WM-Sieger. Trotz der großen Erfolge blieb er der ruhige, zurückhaltende Tony. Sein sehr bescheidener Kommentar beweist es. So leicht wie die Saison heuer für die Zuschauer ausgeschaut hat, war es ganz sicher nicht. Und das schwierigste Rennen oder das Rennen mit dem wenigsten Erfolg war das gleich das erste, was mich natürlich auch ein bisschen gebremst hat. Aber dann ist wieder gut gelaufen und ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Unterm Helm und in meinem Lederkombi von Dainese. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Siege, möchte ich sagen. Es muss alles passen, nicht nur das Motorrad, auch wie ich schon gesagt habe, die Begleitung. Und der Fahrer muss, glaube ich, auch noch eine Kleinigkeit dazu beitragen, dass er am Ende vom Rennen eher auf dem Siegerpodest stehen kann. In die Geschichte des deutschen Motorradrennsports geht er nun als erfolgreichster Fahrer mit den meisten Grand Prix-Siegen und drei WM-Titeln ein.